Looks like the cerebral dysrhythmia has evened out. How's his pulse? A bit low, but hold. Okay. 3DS hat sich jetzt ausgeschalten. Ich habe nicht gespeichert. Nur weil ich ein bisschen mich herumbewegt habe mit dem 3DS. Geil. Was ist auf einmal los, ey? Was ist los? Was hast du jetzt für Störungen? Wenigstens habe ich zwischengespeichert. Was soll das? Ja, du mich auch, 3DS. Was ist los? Hast du deine Tage? Ich will aber aufnehmen. Ah! Looks like the cerebral dysrhythmia has evened out. How's his pulse? A bit low, but holding. And the status of the expunction system? Standing by. No issues to speak of. Good. Asleep ever since. Some end for a hero who helped save the world. I envy you, Tiz. Because you've
got the kind of good luck I'll never enjoy. You get to live in the same era as me, you lucky dog, you. Okay, let's get going. To where? To someplace nice. We should be safe here. Oh. Wait, so this is... Tiz! Tiz! Can you hear me? Tiz! Idia. Good morning? Tiz! It's Tiz! Tiz is awake! Whoa, Idia. Aren't we being a little dramatic? I see. I was asleep all that time. Mr. Aurier, sir? Welcome back. It's good to be back. But have we met? I'm you, Eugenie Olgia, a knight of the Crystal Guard, and a huge fan of yours. Fan? What in the world happened while I was asleep? Oh, and I'm Magnolia. Magnolia Arch. Just in case you didn't catch that before. No, I remember. Vaguely. You're the one that brought me here, right? I can't thank you enough. You have my gratitude. Aw, don't mention it. For a legendary hero, you're a pretty down-to-earth guy, aren't you? That's our Tiz! He hasn't changed one bit. On the inside, at least. Your hair's sure grown wild since we last met. Now that you mention it, what a terrible case of bedhead. It's sticking straight up. Well, I think it's very stylish, sir. I'll say, très chic. The first time anyone ever complimented me on my style, and it's when I've just rolled out of bed. I'm not quite sure what to say. Before you say anything to us, there's someone else who's dying to see you. Isn't that right, Agnes? Tiz! Is that truly, truly you, Tiz? You've come back to us. Oh, Tiz, how I've waited for this day. Forgive me. I vowed to myself that I would greet you with a smile. But I'm just too happy. You, Magnolia, Idia, thank you. Thank you so much. Tiz, welcome back. Thank you, Agnes. I'm sorry I didn't come back sooner. But what's this pendant? Agnes, where are you? Yeah, some, stuff happened while you were sleeping. Long story short... I see. Then it's clear what we have to do. Let's get going. Going? Where to? Where else? That Skyhold's floating right over us, isn't it? We're going to save Agnes. Agnes, I'm coming. We're all coming to rescue you.
promise to stay safe until then. Yes, yes, of course. Anything you say, Tiz. To the Skyhold, everyone! Onyas is counting on us. Thank you, Mr. Aurier, sir. There'll be nothing stopping us now. Onward, Onyas' Avengers! Onyas' Avengers? What kind of a cheesy name is that? Onyas' Avengers, move out! Was für ein Wiedersehen hier. Uplink, was war das nochmal? Ja. Egal. Ach. Ja. Ich muss sagen, es sah zwar ein bisschen billig aus, da die Tränen von Idia, aber die Szene war wirklich schön. Ach. Richtig emotional hier. Effizienzexperten. Was war mit dem Gesichtsausdruck? wisst ihr, ich hab etwas nachgedacht. Da die Arbeitskräfte begrenzt sind und so, ne? Wäre es da effizienter, alle Ressourcen auf ein Projekt zu konzentrieren oder die Leute auf mehrere aufzuteilen? Knifflige Frage, nicht wahr? Immerhin gibt es mehrere Möglichkeiten, Effizienz zu definieren. Als Dabian? Sieh es mal so. Sagen wir, eine Person muss 3 Tage arbeiten und um ein Gebäude zu errichten. Nun hast du aber 3 Leute und möchtest 3 Gebäude bauen. Wenn jeder von ihnen an einem anderen Gebäude arbeitet, dauert es 3 Tage, um die Arbeit zu erledigen. Wenn sie aber alle jeweils gemeinsam an den Häusern arbeiten, dauert es immer noch 3 Tage. Mit anderen Worten, es macht gar keinen Unterschied. Natürlich macht es das. Denk nach. Legst du die Ressourcen zusammen, hast du am ersten Tag 1 Gebäude. Und am zweiten Tag 2. Wenn sie einzeln arbeiten, musst du 3 Tage warten, bis du 1 Gebäude nutzen kannst. Wenn du es so betrachtest, ist das Endergebnis dasselbe, während die Zusammenarbeit trotzdem effizienter ist. Eine faszinierende Theorie. Es ist allerdings nicht immer so einfach. Denkt jetzt einfach über Folgendes nach. Sagen wir, was wird das jetzt für eine Unterrichtsstunde gerade? Sagen wir, ihr wollt 3 Gebäude errichten und für jedes davon braucht eine Person 6 Stunden. Lasst ihr 3 Personen gleichzeitig an einem Gebäude arbeiten, ist es in 2 Stunden fertig. Das ist viel effizienter und effektiver. Theoretisch vielleicht, aber sagen wir, es ist Zeit, schlafen zu gehen. Ach, wenn wir bis morgens keine neue Arbeit einteilen können, ist es besser, ihnen 6 Stunden Jobs zu geben. Und dann, wenn wir aufwachen, sind alle 3 Gebäude einsatzbereit. Arbeiten sie alle am selben Gebäude, sind sie früh fertig und drehen den Rest der Nacht Däumchen. Seht ihr, Effizienz hängt immer davon ab, was ihr bis wann erreichen wollt. Ja. Und damit beenden wir den Vortrag von Professorin Idia, unsere Effizienzexpertin. Was soll ich sagen? Agnes hat mir einiges beigebracht. Ja, gut. das. Wenn jetzt der 3DS nochmal seinen Geist aufgibt, dann, meine lieben Leute, kann ich mir das schöne Wiedersehen noch mal anschauen. Und wer störet mich hier? Ihr werdet gebraten. Ich muss mal schauen, auf welchem Level Tiz jetzt ist. Wäre ja gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Was? Du bist jetzt wahrscheinlich Dingsbums, ne? Freiberufler, ja. Gut. Einfach attackieren hier. So gehört sich's. Und Level 7, ja gut. Es wird mich immer ein bisschen stören, muss ich jetzt sagen, dass da jetzt so ein Levelunterschied ist, obwohl ich gar nichts dafür kann. Man hätte ja so einprogrammieren können, dass Tiz jetzt auf Levelniveau ist von deinem Team. Ist am obersten Stockwerk angedockt. Bitte seid vorsichtig. Ja, natürlich, Mo. Söderle. Dann würde ich sagen, Tiz...
Ja, wenn ich dreimal diese JP-Plus-Fähigkeit hätte, dann ist das natürlich besser hier, ne? Aber wie kamst du zu so einer Frisur? Ich bin ja schon, wenn das nur so eine Aufstehfrisur ist, dann bin ich doch neidisch auf dich. Oder willst du lieber so eine Halbglatze bekommen wie ich? Das schaut ja schrecklich aus. Besonders, wenn da dieser ganze Busch, das kann ich euch ja nicht zeigen, ne? Der ganze Busch, der jetzt da vorne seitlich hängt, wenn der ganz hinten ist, das schaut bekloppt aus. Das kann ich aus Erfahrung sprechen, ne? Aber vorne ist fast nichts. Ja, wäre vielleicht gar nicht so schlecht hier unten, wobei, nee. Ich habe das Gefühl, Kämpfer ist jetzt eher physisch, genauso wie Freiberufler, kann man schon sagen. Dann eher Zauberer, aber ich lasse mal Freiberufler, wie schon gesagt. Nur der Dingsbums-Punkten willen, der Japan-Punkte. Achso, ich muss doch rechts hin. Ja, gut. So, dann gehen wir rauf. Gibt's hier eine Truhe? Nope. Können wir da raus? Nope. Aber hier können wir lang. Und? Mr. Aurier, Sir? Let me say once more. It is an honor to fight by your side. The pleasure's mine. And you don't have to be so formal about it. Oh, but I do, Sir. Yes, I must. If you'd be willing to have me as your protege, it would be my honor to call you Master. Master's a bit much, don't you think? But sir, you are an inspiration to me and my comrades in the Crystal Guard. A true legend. I appreciate the sentiment, but how about just Tiz? Of course. Whatever you say, Mr. Aurier, sir. Oops. You really do admire Tiz, don't you? Tell me about it. Yu's ready to drop to his knees just hearing your name. Gee whiz. This is gonna take some getting used to. Uh-oh. Imperials! Murgurgur. What a pain. We could take them out, but the noise is liable to wake up their friends. That wouldn't be good. Maybe they'll just go somewhere else. As if. Nice to hear that patented Tiz optimism again, though. Sir? Did I just hear some optimism, sir? And who are Pat and Ted, sir? I have a bad feeling about this. These aren't the intruders you're looking for. These aren't the intruders you're looking for. Idiot! These aren't the intruders we're looking for! Move along now, move along! Whew! That was a close one. Amazing, sir! You chased the enemy away with your thoughts alone! Don't be silly. It was just a stroke of luck. A stroke of luck that gave us an opening. Let's move! Ob dahinter etwas steckt und ich sehe da Tiz-Kräfte? Ist es Glück oder kann Tiz Feinde mit Geisteskraft verjagen? Stelle dir Anzahl... Ist Standard, während Minus für keine begegnen, außer Bossen, dadurch keine... Nutze die Siegessträhne. Besiege deine Gegner, um Chancen zu halten, eine Welle an... Weitere. Halte die Strähne so lange wie möglich, um größere... Okay. Noch ein Kampf. Um weiter zu kämpfen. Sei gewarnt. BP, die du aufgibst, sind weg. Weiter kämpfen. Okay. Interesting. Jetzt wird es wenigstens wieder... Okay, ich habe nichts gesagt. Dann hat man das auch so storytechnisch eingebaut. Das gefällt mir auf jeden Fall. Sehr, sehr nice. Dann schauen wir uns hier normal einfach um. Ach ja, ach ja. Naja, dann kann ich ja mal die Thematik ansprechen, die mir eingefallen ist. Nämlich, heißt es ja, oder ich habe schon gehört, dass eine gewisse Entscheidung nicht so beliebt ist. Nämlich, unseren Ringerbell aus dem Team zu werfen. Aber dafür hat man zwei andere Charaktere, ne? Ich
kann ja schon verstehen, dass man das nicht gleich so gern hat, ne? Ist ja logisch, wenn man in Bravely Default mit den zwei anderen aufgewachsen ist in dem Sinn und dann auf einmal sind sie verschwunden. Aber ich muss auch sagen, storytechnisch finde ich das gar nicht so schlecht. Weil man hat es ja vorher angesprochen gehabt, ne? Dass Alton ist, das war ja... Das schaut auf jeden Fall interessant aus. Ja, probieren wir es nochmal. Yes. Dass Alton ist und Idias Vater sind ja draufgegangen im Kampf gegen den Boss. Mhm. Und da denke ich mir einfach... Ach so, okay, das ist... Das hat man hier gemeint. Okay, ich check schon. Naja, aber storytechnisch finde ich das gar nicht so schlecht, weil stellt euch einfach storytechnisch mal vor. Was geht euch mehr zu Herzen? Wenn geliebte Charaktere aus dem ersten Teil, das kann ja natürlich auch Dingsbums sein, ne? Der Vater von Edir. Wenn einer dieser Charaktere oder eben beide draufgehen, oder aber, wenn irgendjemand drauf geht, wo ihr sagt, okay, das ist mir wurscht. Also schon allein storytechnisch. Falls das jetzt wirklich noch hier der Fall ist. Ich schreck da schon zurück, weil im ersten Teil hat's Folgen gehabt, ja. Ne, wenn welche draufgegangen sind. Allerdings hat sich das nicht so angefühlt, wegen den ganzen Paralleluniversen, kann man sagen. Da stößt man dann eh wieder auf die anderen Charaktere, also... Das ist so ein Dragon Ball-Effekt, kann man sagen. Würde ich sagen. Deswegen, ja. Weiß ich nicht, wie ich hier mit Tod umgehen soll in dem Spiel. Wenn das wieder so eine Story wird, wo man eh die Charaktere dann wieder sieht. Ja, es ist. Der Charakter ist aus einem anderen Universum, kann man sagen. Ne? Aus einem Paralleluniversum. Aber es fühlt sich trotzdem nicht so emotional an, würde ich dann sagen. Deswegen bin ich da noch ein bisschen unschlüssig, was die Sache hier betrifft. Ich kann es ja mal so ausnutzen, ne? Einfach mal in Verteidigung gehen, die machen eh nicht wirklich sehr viel Damage. Und durch die BP-Punkte kann ich jetzt zum Beispiel hier mit Yu die zwei angreifen und dann sind die eh gleich tot. Ja. Naja, aber wie schon gesagt, das allein zu dem und ja, ich finde es auch gar nicht so schlecht, dass es jetzt auch neue Charaktere gibt. Es sind jetzt zwei alte Charaktere hier und zwei neue, ne? Und dass man hier einen neuen Protagonisten so gesehen eingebaut hat. Und ich finde auch hier die, wie schon gesagt, die Charakter-Interaktion. Das wurde auch schon mal bemängelt. Dass anscheinend hier, keine Ahnung, Edir nicht wirklich so mit den zwei Neuen funkt oder sowas, ne? Wollte ich nicht, wobei... Ich glaube, das ginge zwar schneller. Hier die ganze Sache mit Weiterspielen. Achso, ja, das ist ja der Pluspunkt dabei. Habe ich wieder voll vergessen. Wenn man jetzt einfach hier weiterkämpfen möchte, dann passiert ja diese Siegessträhne und dann gibt's mehr zu holen. Okay. Ich wollte schon sagen, ja, eigentlich kann man ja diese BP-Punkte wieder resetten, wenn man einfach aus dem Kampf geht und dann einen neuen encountert. Aber das ist ja nicht so, ne? Nee. Aber das brauchen wir jetzt auf jeden Fall nicht. Das kann ich ja offscreen da machen. Gut, wie schaut's jetzt aus? Ja. Naja, aber wie schon gesagt, irgendwie, mir gefällt auf jeden Fall die Charakterinteraktion zwischen den einzelnen Charakteren. Also ich sehe da nicht wirklich, warum das eher schlecht sein soll. Oder nicht wirklich so gut, so passend. Man darf auch nicht vergessen, dass jetzt Idia oder die Hauptcharaktere aus dem ersten Teil, die sind ja jetzt auch schon erwachsen geworden. Das sind immerhin schon ein paar Jährchen, die vergangen sind. Und die Charakterinteraktion bzw. die Entwicklung, die gab es ja schon im ersten Spiel. Ist ja logisch, dass es da jetzt nicht so eine gleiche Interaktion gibt wie aus dem ersten Teil. Weil es hier eben Charaktere gibt, die man noch kennenlernen muss, die eben noch eine Entwicklung vor sich haben, eine größere.
und hier schon eingesessene Charaktere sind. Das macht natürlich einen Unterschied aus. Das finde ich auch nicht wirklich schlecht, dass es hier das so gibt. Schauen wir mal, wie viel die aushalten. Ja. Ja gut, mit Magie kommt man hier auf jeden Fall sehr, sehr weit. Freiberufler, yes! Tränke brauche ich eigentlich keine. Das habe ich übrigens offscreen auch so ein bisschen gefarmt, Geld gefarmt, indem ich die Tränke verkauft habe. Auch wenn es dafür nicht wirklich sehr viel gibt. Naja, aber ist zwar schade, dass jetzt hier wahrscheinlich Idias Vater und Ringabel jetzt wirklich tot sind in dem Spiel. Also wahrscheinlich sieht man sie hier nicht mehr wieder. Kann ja gut sein. Ist zwar schade, aber es war halt auch storytechnisch etwas, wo ich sage, das befürworte ich. Weil dann fühlt sich das alles echt an. Da, wenn man einfach Charaktere umbringt, die man nicht kennt oder einfach die einfach, keine Ahnung, die keiner braucht. Das ist ja natürlich auch subjektiv, ne? Also mir würde jetzt spontan keiner einfallen. Dann bedeutet das ja nichts. Aber jetzt bedeutet der Gegner schon was. Und ich verstehe dann auch nicht, dass man, nur weil Ringabel jetzt hier aus dem Spiel genommen wurde, also hier in der Story getötet wurde, ich verstehe nicht so ganz, warum man dann eher die neuen Charaktere schlecht findet, aus dem Grund. Ich habe ja schon gehört, ja, wegen diesen Zweien wurde Ringabel rausgeworfen. So einen Kommentar habe ich auch schon gelesen. Also, das verstehe ich dann eher nicht. Es kann jeder denken, wie er will, ist sowas von wurscht. Aber da denke ich mir, bitte nicht so unfair gegenüber den neuen Charakteren sein. Weil, ja, was können die neuen Charaktere dafür? Lenke deinen Hass nicht gegen die neuen Charaktere. Oder auf die, nicht gegen, auf die neuen Charaktere, sondern auf den Endboss, beziehungsweise diesen Oblivion, der Ringabel oder der Idias Vater umgebracht hat. Aber nicht auf die nicht den Hass auf die neuen Charaktere richten. Und das ist natürlich auch wieder subjektiv, wie diese Charaktere empfunden werden, die neuen. Das ist natürlich auch wieder Geschmackssache letzten Endes. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, ich finde die jetzt nicht schlecht. Ich habe sie schon öfters hier angesprochen in dem Spiel, dass mir die Charakterinteraktion auf jeden Fall sehr, sehr gut gefällt. Und hier auch wieder, natürlich, es ist Yu. Das ist jetzt auch nicht so objektiv, kann man sagen, weil man hat schon rausgehört, Yu ist zu meinem Schätzchen geworden. Ich mag ihn wirklich sehr, sehr. Auf jeden Fall. Achso, das macht mehreren Schaden. Das sehe ich gern. Okay, okay. Und auch die Beziehungen jetzt zwischen den Charakteren finde ich auch ziemlich nice. Ich gehe jetzt mal wieder heilen. Die Punkte gehen schnell zu Ende, ne? Wobei, ich habe, glaube ich, auch hier einen Äther-Verräter. Ja, komm. Jetzt hier die Beziehung zwischen Yu und Magnolia. Das, finde ich, passt auch zu Yu zum Beispiel, ne? Dass er das nicht checkt. dass Magnolia da jetzt ein bisschen mehr will oder ein bisschen mehr sieht. Das passt einfach zu Yu, dass er einfach so, ja, naiv ist, kann man sagen. Und jetzt hier die neue Beziehung zu Tis, finde ich auch ziemlich nice, ne? Generell, das, wenn ich alles mal aus Sicht von Yu mir anschaue, ne? Finde ich die Beziehungen sehr, sehr nice. Bisher, ne, natürlich. Also, ich habe noch nicht wirklich sehr viel gesehen. Und was ich gerade sehe, ist das hier, dass ich das vergessen habe. Sorry. Gut. Naja, wie schon gesagt, es ist natürlich schade, dass jetzt alte Charaktere wahrscheinlich weniger wichtig werden. Wobei in dem Sinn, ne, storytechnisch,
ist es eigentlich wichtig geworden? Ein gewisser Charakter, der jetzt einfach aufgeopfert wurde, der im letzten Spiel sehr, sehr wichtig war. Also in dem Sinn war der Charakter auch in diesem Spiel ziemlich wichtig, um einfach zu zeigen, wie ernst es eigentlich den Spieleentwicklern ist und wie ernst es eigentlich diesen Oblivion ist. Das sagt ja schon was aus, ne? Finde ich auf jeden Fall schon. Und ja, ich kann auf jeden Fall zu Yu sagen, er ist ein guter Ersatz. Ich habe auch schon gehört, dass anscheinend jetzt Yu und Magnolia jetzt nicht wirklich die Lieblingscharaktere geworden sind. Kann ich nicht wirklich sagen. Ich habe jetzt nicht wirklich mit vielen Leuten über Bravely Default und Second geredet. Also kann ich nicht wirklich sagen, wie die diese Charaktere empfunden haben. Ich kenne halt nur die Meinung von wenigen, sagen wir jetzt einfach mal. Und da trifft das schon zu, aber wie schon gesagt, das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Und? Weiter. Geschmackssache gibt's überall. Aber deswegen irgendwie auf den neuen Charakteren nachzusagen, dass sie scheiße sind oder so, das verstehe ich dann wieder letzten Endes überhaupt nicht. Wie schon gesagt, jeder soll seine Meinung haben, seinen Geschmack. Jeder soll eine Spieleserie so genießen, wie er es genießen kann. Wenn man mit gewissen Charakteren nicht wirklich was anfangen kann, okay, dann ist das deine Sache. Aber ich bin generell kein Freund, dass man online einfach so über Serien oder so hinherzieht oder sowas, ne? Oder anderen einfach nicht nur die Meinung sagt, ne? Das ist wieder wahrscheinlich dieses Unverständnis, diese Missinterpretation von Meinung kundgeben. Meinung kundgeben ist ja schön und gut. Man kann auch mit Leuten reden, ne? Ich bin ja ein absoluter Yu-Liebhaber, ne? Ich habe absolut kein Problem mit Leuten zu reden, die Bravely Second beziehungsweise die Bravely-Serie mögen, aber absolute Yu-Hasser sind. Also Hasser. Das ist jetzt ein bisschen blöd ausgedrückt. die Yu auf jeden Fall nicht mögen. Habe ich absolut kein Problem mit den Leuten zu reden. Solange man jetzt nicht irgendwie auf die Schiene gerät, boah, wie kann man nur Yu mögen, der Scheiße, alle sind Scheiße, 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 Scheiße. Jedes Mal, wenn ich sowas lese oder sowas, wenn ihr so tickt, dann könnt ihr euch auch ruhig angesprochen fühlen, mir wurscht, aber es ist halt wirklich so. Jedes Mal, wenn ich irgendwie sowas sehe oder lese, wo Leute wirklich auf diese Schiene geraten, wo sie einfach nicht ihre Meinung kundgeben, sondern einfach drüber herziehen, weil sie einfach eine andere Meinung haben und jetzt das irgendwie so hinstellen möchten, dass das Fakt ist, ne? Dass XY scheiße ist und ja, das ist so. Und deswegen kann man über diese Charaktere hinherfallen, weil die sind scheiße und oh, Aber wirklich, ich lese mir das zwar durch oder höre mir das an, wenn ich eben sowas wahrnehme. Aber mehr als höre ich dann letzten Endes nicht raus. Weil es ist letzten Endes nur Geschmackssache. Wenn man mit Yu nichts anfangen kann, okay, ist dein Geschmack. Wenn man, keine Ahnung, wenn man mit Ringerbell nichts anfangen kann, ne? Scheint ja auch ein sehr beliebter Charakter generell aus der Bravely-Serie zu sein, ne? Dann ist das so. Ich zum Beispiel, ja, finde Ringerbell jetzt nicht schlecht, aber es ist jetzt auf jeden Fall, ist jetzt nicht wirklich mein Lieblingscharakter aus dieser Serie. Ja, weil ich einfach jetzt nicht so extrem viel mit seinem Charakter anfangen kann. Was natürlich jetzt auch nicht wirklich auf die Qualität zu sprechen ist, ne? Qualität und seinen eigenen Geschmack haben, das kann sich überschneiden, ne? Aber das muss es nicht sein. Und zu glauben, dass dein Geschmack
unantastbar ist und dass dein Geschmack alles über die Qualität von irgendwas sagt, das ist arrogant, einfach nur arrogant. Und deswegen dann einfach über gewisse Charaktere oder gewisse Spiele hinwegziehen, kann man das so sagen. Das verstehe ich einfach nicht. Wie schon gesagt, kann jeder seinen Senf haben. Egal, ob süß oder scharf. Ist sowas von wurscht. Es ist sowas von wurscht. Ich habe im Leben wirklich andere Sorgen, als mich über sowas Gedanken zu machen. Über so, keine Ahnung, wer dein Lieblingscharakter ist oder sowas, ne? Man kann sich unterhalten, da, wenn man sich unterhält, ist das auf jeden Fall eine gute Grundlage, um sich über eben jede Materie unterhalten zu können, ja. Aber außerhalb unserer Interaktion, was jetzt eine gewisse Serie betrifft, kann es mir nicht egaler sein, was dein Lieblingscharakter ist, was deine Vorlieben sind beim Spiel oder beim Charakter. Es kann mir wirklich nicht egaler sein. Und wenn man das auf die persönliche Ebene bezieht jetzt, dann ist man einfach nur ein Egoist. Das muss ich auch hier ehrlich sagen. Falls sich jetzt jemand wirklich angegriffen fühlt, dass ich jetzt einfach sage, außerhalb von Thematiken, die jetzt nicht Gaming betrifft oder jetzt hier explizit die Bravely-Serie, dass ich mir das, deine Meinung jetzt nicht so zu Herzen führe, wie du über die Bravely-Serie denkst. Wenn du da schon eingeschnappt wirst und sagst, wie kannst du nur, ich nehme das jetzt voll persönlich, dann bist du einfach nur ein Egoist. Sorry, dass ich das jetzt so sage, aber das ist einfach so, ne? Was jetzt nicht heißt, dass alle, die jetzt hier irgendwie im Internet über gewisse Charaktere hinwegziehen oder sowas, dass das nur reine Egoisten sind, kann man ja auch schlecht sagen, ne? Wenn man einfach Leute, unbekannte Leute im Internet sieht, kann man sich vielleicht ein Bild machen, wie sie sich verhalten, aber letzten Endes, wie die Leute wirklich ticken, kann man ja nicht sagen. Naja, aber auf jeden Fall würde ich jetzt hier zusammenfassen und sagen einfach, lass die Leute leben und dann ist alles gut. Und was habt ihr davon? Was habt ihr davon, jetzt über gewisse Charaktere hinwegziehen zu müssen? Hinwegziehen, das klingt immer so falsch. Da gibt es sicher ein anderes Wort dafür. Was habt ihr davon? Und besonders, wenn es jetzt irgendwie um die Thematik geht, okay, ich habe jetzt Bravely Second noch nicht gespielt. Ich informiere mich, ob sich das auszahlt. Ich fand Bravely Default gut, also jetzt einfach als Beispiel hergenommen, ne? Ich fand Bravely Default gut und möchte mich jetzt einfach informieren. Und wenn man da dann Kritik zu hören bekommt, in Anführungszeichen Kritik, ne? Wie scheiße dies und das ist, das bringt niemanden irgendetwas. Also, wenn man wirklich jemanden die Meinung sagen möchte, jemanden, der das Spiel noch nicht gespielt hat oder erst anfängt mit dem, dann habt ihr überhaupt nichts. Man kann sich ja über diese Thematik gerne... Moment, wie schaut die Zeit aus? Man kann sich gerne über die Thematik unterhalten, wenn jemand schon das Spiel durchgespielt hat, ne? Absolut kein Problem. Dann kann man sich über alle Facetten des Spieles und über alle Facetten des Spieles unterhalten, über seine Meinung und alles drum und dran. Dann kann man gerne mit jemandem unterhalten, habe ich das Gefühl. Wenn man auf einer, ja, wie soll ich sagen, auf einer Ebene kommuniziert, wo man dann sagen kann, okay, ich kann mit dir reden. Das ist natürlich auch wichtig, ne? Wie schon gesagt, Meinung kundgeben und ja, einfach Meinung kundgeben, das ist nicht wirklich das, was man sich vielleicht vorstellt, ne? Im Sinne von
Ja, das, was ich jetzt sage, das ist jetzt irgendwie Kritik oder sowas. Man muss halt doch irgendwie differenzieren können zwischen Kritik. Kritik ist etwas, wo man sagen kann, okay, das Spiel, was fällt mir irgendwas ein über dieses Spiel, was man gleich als Kritik ansehen könnte. Zum Beispiel kann ich, wobei das geht schon ein bisschen wieder in die Geschmackssache über, kann man die Sache ansprechen, warum hat man hier das mit der Häufigkeit nicht gleich von Anfang an. Das kann man eher vielleicht noch als Kritik sehen, ne? Weil am Anfang springen dich noch die Gegner an, wie sie wollen. Aber hier, wie es in dem Spiel geregelt wurde, sage ich dann eher, das geht in die Geschmackssache über, weil man kriegt das ja dann relativ schnell, dieses Feature. Und es wurde auch storytechnisch erklärt, warum das so ist. Also finde ich das eher dann wieder letzten Endes Geschmackssache und keine Kritik, die man von sich geben kann. Also Kritik ist etwas, wo du eine außenstehende Person sagen kannst, okay, diese Punkte sind schlecht, also nicht gut umgesetzt, und diese Punkte sind gut, also wirklich gut umgesetzt. Das ist Kritik. Und ja, was soll eine Person anfangen, wenn man, also eine Person, die Interesse an dem Spiel zeigt, was will die Person anfangen, wenn du einfach mit deinem Geschmack daherkommst? Das ist jetzt nicht nur auf die Bravely Default Serie, also die Bravely Serie gerichtet, sondern generell, ne? Das sehe ich sehr, sehr oft, auch was Anime betrifft oder Serien oder keine Ahnung was. Wie schon gesagt, überall sieht man das. Gut. Da muss man auf jeden Fall mal selber auf sich selbst schauen, würde ich jetzt sagen. Und halt auch immer wieder betonen, das macht einen großen Unterschied aus, ja? Man muss halt immer wieder betonen, okay, das ist einfach mein Geschmack, das gefällt mir nicht. Wenn man schon jemanden als Information seine Meinung sagen möchte über eine gewisse Serie oder sowas, ne? Wenn sich jemand informiert, dann einfach sagen, dass es dein Geschmack ist, dass du das nicht magst. Das macht einen großen Unterschied aus, ne? Wenn man einfach sagt, das ist einfach, mir gefällt das nicht. Mir gefällt das nicht. Nicht, das ist blöd. Das ist immer so ein kleiner Unterschied, ne? Wenn du sagst, das ist blöd, dann versuchst du hier zu vermitteln, einen Fakt zu vermitteln, ne? Und wenn du einfach sagst, ich finde das ziemlich blöd umgesetzt, oder das finde ich blöd, oder das finde ich gut, dann hört man gleich raus, okay, das ist deine Meinung. Und wie der Gegenüber das dann auffasst, das ist dann natürlich eine komplett andere Sache. Aber das liegt nicht in deiner Hand, wie das dann aufgenommen wird in dem Sinn, sondern in deiner Hand liegt einfach nur, wie du deine Meinung und deine Kritik äußerst. Und wie schon gesagt, vieles wirkt wie eine Kritik, kann man sagen. Zum Beispiel ein geliebter Charakter, Ringabel, also Alton ist hier, der wurde getötet. Der wurde aus dem Spiel genommen, so gesehen. Wie es ausschaut bis jetzt, ne? Das kann man gleich als Kritik sehen, ja. Aber wenn man ein bisschen nachdenkt, ist das eigentlich keine Kritik. Weil, wie schon vorher angesprochen, das hat einfach storytechnisch gepasst. Das wurde in die Story eingebaut. Und deswegen finde ich das nicht wirklich schlecht. Das ist wieder, ne, wie schon gesagt. Jetzt habe ich wieder gesagt, das finde ich gar nicht so schlecht. Es kommt halt drauf an, ne, wenn man über Kritik redet. Was kann man dann kritisieren? Welche Punkte sind denn Kritik? Ich denke halt einfach mal, technisch kann man ziemlich viel kritisch betrachten in dem Sinn, ne? Falls es Bugs gibt oder das, ne, vorher hat man ja gesehen, das Spiel ist abgestürzt oder von meinem 3DS wahrscheinlich ist wieder so ein kleiner Wackelkontakt da beim Powerschalter, und nur weil ich mal 3DS ein bisschen herumbewegt habe, hat er sich selbst ausgeschalten. Das kann man als Kritik sehen, weil das ist einfach
ein Standard, würde ich sagen. Ein technischer Standard, das ich erwarten kann von einem Nintendo-Spiel. Ne, dass der 3DS geht, auch wenn er schon ein bisschen alt ist. Und dass das Spiel funktioniert. You, the pendant! The floor is trembling! The sky hold! It's moving! They're getting away with her holiness! We have to hurry! Hold your horses, you. Rushing leads to carelessness, and carelessness to trouble. But Tiz, sir, if we don't move fast, Pope Agnes... I know, but being fast doesn't mean being careless. I always tell myself, hustle, don't hurry. So let's hustle, everyone. After me, you. You got it, sir. How's this for hustle? Here we go! Those two are just full of energy, Nespa. You is one thing, but it's not often you see Tiz get so passionate. Now I'm getting fired up too! Just wait on yes. We'll get you out of there! Ach, ich liebe Yus Siegesgeheul. Ach. Ja. Naja, wie schon gesagt, technisch kann man hier doch einiges als Kritik dann wirklich hernehmen, ne? Weil... das sind Standards, die man sich erwarten kann. Und ich glaube, das ist halt auch, was letzten Endes eine Kritik oder Kritik generell sein kann. Man kann hier, es ist ein JRPG, das Spiel, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also kann man sich jetzt mal herschauen, wie soll so ein JRPG aufgebaut sein? Welche Punkte? Und da kann man jetzt Schritt für Schritt so wie eine Art Checklist dann durchgehen. Okay, JRPG, wie ist das Kampfsystem? Da kann man dann... ja, da fließt dann auch wieder seine subjektive Meinung mit ein, ne? Aber da kann man schon eher über Kritik reden, ne? Wie ist denn das jetzt wirklich objektiv gesehen aufgebaut? Und ist das für ein JRPG gut umgesetzt? Ist dieses Kampfsystem hier gut umgesetzt? Da kann man sich wirklich gescheit unterhalten. Und auch nicht nur seine Meinung kundgeben, wie es einem gefällt, sondern auch hier anschauen und auch vielleicht mit anderen Spielen vergleichen. Wie schaut's da aus? Wo macht's letzten Endes mehr Spaß? Und durch welche Punkte? Das ist dann ein Weg, wo man dann wirklich über Kritik reden kann, beziehungsweise wo man Kritik anwenden kann. Wenn man dann einfach so vergleicht und dann hat und dann sagt, okay, das ist gut, das ist schlecht, das ist gut, das ist schlecht, ne? Also da gibt's immer so einen gewissen Standard. Wie eine Art Checklist. Das würde ich jetzt mal so sagen, so ganz oberflächlich gesagt, was Kritik ist und was halt Meinung kundgeben bedeutet. Es ist nicht wirklich immer einfach, hier irgendwie eine Trennlinie zu ziehen, ne? Das verstehe ich ja schon. Aber man muss halt selber auch auf sich selbst schauen, würde ich sagen. Dass man nicht auf die Schiene gerät, okay, meine Meinung, das ist alles Kritik und macht das besser, einfach weil es mir dann besser gefällt. Nee, das ist egoistisch, das ist keine Kritik, sondern einfach Egoismus, sein eigener Egoismus. Mir gefällt's nicht, also ändert das. Oder weil es mir nicht gefällt, ist das schlecht. Das ist es letzten Endes. Da muss man doch vorsichtig sein, ne? Gut. Dann würde ich sagen, das Partygespräch, der Anhänger. Und dann beenden wir den Part. Darf ich mir diesen Anhänger ausleihen? Nur einen Augenblick. Natürlich gern, aber warum? Das sieht man doch. Oh ja, ich auch. Ich aber nicht. Aber gut. Hier ist er, bitte sehr. Danke, ich bringe ihn bald zurück. Viel Spaß! Ach, mir fällt ein, dass ich noch etwas etwas zu Agnes sagen muss. Ja, der arme Tiz ist aus dem Koma erwacht. Er braucht eine Wache, ne? wartet, ihr zwei. Aus dem Weg, Yu. Ich muss Agnes etwas sagen. Los, Yu. Es ist wichtig, dass ich Tiz jetzt beschütze. Nein, ich lasse euch jetzt nicht durch. Ich weiß nicht, aber ich ahne, dass ihr nichts Gutes vorhabt. Ich bin wieder da. Was habt ihr denn vor? Okay.
Egal. Er ist schon wieder da. Chance verpasst in dir. Ich kann's nicht. Ja gut, ja gut. So. Ich hab gedacht, du bist jetzt irgendwie verschwunden. Na gut, na gut. Dann würde ich sagen, wir speichern noch nicht, sondern ich beende jetzt den Part. Wobei, wie lang? Eigentlich hat es ja gar nicht so lange gedauert. Vielleicht 15 bis 20 Minuten das Ganze nachholen am Anfang. Ja, dann ist es so ein 50-Minuten-Part. Ja, passt ja eh ins Schema. Gut, Leute, das war's hier auf jeden Fall. Ich werde jetzt speichern, falls wieder was Kritisches passiert. Versteht ihr? Versteht ihr? und ja, wir werden uns dann im nächsten Part wiedersehen und mal schauen, in welche Richtung das geht. Ich glaube, wir sind ja immer noch in der im Prolog, ne? Steht das irgendwo? Aber ich glaube, das ist immer noch der Prolog. Ich möchte meine heutige Session damit beenden, dass wir den Prolog endlich mal hinter uns haben. Ja, das ist mein Ziel hier jetzt. Na, auf jeden Fall, Leute, war es das jetzt für heute? Ich schau mal kurz hier zum Mond. Vielleicht hat es... Ja, gut. Das kann ich noch mit euch machen. Yes! Zeus Rache bekommen. Oh, yes. Give me all the items. Dankeschön. Yes. So, was können wir denn als nächstes, ne? Da schon wieder Blütenwirbel, Gigantonhieb, okay. Nee, ich habe da das Gefühl, weil das ist ja innerhalb von 26 Minuten, kann man sagen, kann man das wieder switchen und während der Aufnahme im nächsten Part werde ich wahrscheinlich nicht dran denken, deswegen einfach das da. Das dauert wenigstens ein paar Stunden. So. Man muss halt, wie man es vorher gehört hat, effizient denken. Wie nutzt man seine Freizeit am besten? Infos über den Feind. Dankeschön. Was heißt hier Dankeschön? Ich weiß doch nicht. Und Update, was haben wir da noch? Hilfe, Tutorial. Ach so. Nee, Jobbeschreibung. Ach so, wir haben ja den Kämpfer. Ja gut. Bestiarium haben wir natürlich jetzt da die ganzen Hengste. Tiere. Dämon, was haben wir denn da? Ah, okay. Okay. Und Bosse haben wir auch wen, ne? Das sind aber viel Bosse. Ich sehe schon, das wird ein langes Let's Play. Sehr, sehr lange, indeed. Da können wir wieder mehr lesen, ne? Ja. Sie war 22 und hatte ihre Puppe anscheinend Donner. Okay. 22. So alt wie ich. Oh my goodness gracious. Und der da? Der starke Streiter. Schreiter. Achso, das kann man ja nicht lesen, wenn ich den Rahmen nicht so habe. Ja, das ist halt... Sein widerlicher Anblick reicht. Was soll das heißen? Lass ihn doch. Was soll denn das? Irgendwo habe ich wohl eine Statue von Bla gesehen. Ich weiß noch nicht wo. Kann ja sein, dass damit dann gearbeitet wird. Jetzt noch im Verlaufe der Story. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, Leute, war's das jetzt aber wirklich von heute. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Macht's gut. Tschüss und Baba.